Ja, wir sind jetzt hier frisch eingeflogen in Berlin. Da unten steht unser Nightliner. Gerade schon mal ein Käffchen hinter uns. Und wir genießen erstmal dieses wahnsinnig geile Wetter. Gestern in Hamburg war ja leider ins Wasser gefallen, kann man so sagen. Den ganzen Tag geregnet, aber heute ist es Kaiserwetter, ja, muss man sagen. Gab es schlechte Zeiten noch? Velodrom, ich war selber schon privat dort. Und heute einfach dort zu spielen, ist schon grandios, ne? Fast 9000 Leute heute dort drin und wir sind gespannt. Ja, kommt mit an Bord, wir setzen die Segel, sind nie allein, Richtung Sonne aus. Hat sich auch Tag für Tag gesteigert bis jetzt, also die Stimmung ist grandios. Was will man sagen? Es ist jedes Mal fast 10.000 Leute, gigantisch. Flugzeug! Lichtet die Stadt im Hafen klein. Ich persönlich empfinde es so, es ist eigentlich egal, ob da 1000 Leute stehen oder 10.000 Leute stehen. Du spielst deine Show, die machst du so gut, wie es geht halt, ne? Wie es gewohnt ist. Und ja, die Stimmung ist halt natürlich mehr, ne? Mehr Leute, mehr Stimmung, aber im Endeffekt, so viel Unterschied ist ja gar nicht. Ich persönlich finde so kleine Clubkonzerte irgendwie viel aufregender, weil du bist viel näher an den Fan dran. Ja, das stimmt. Das. Die gucken dir mehr auf die Finger, so. Das ist schon ein bisschen, bist du mehr unter Beobachtung. Wir setzen die Segel, sind nie allein, Richtung Sonne aus dem Nebel, frei zu sein, das weite Land ist schon in Sicht, volle Kraft voraus, bis die letzte Welle bricht. Tägliche Wahnsinn. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Und doch das war uns scheißegal, denn ohne Ballast reist man schneller, schneller, schneller. Kommt mit an Bord, wir setzen die Segel. Wir haben gerade noch ein kleines Problem im In-Ears, aber das lösen wir auch. Ne? Wir warten jetzt noch den Soundcheck ab vom Freiwild und dann bauen wir uns hier auf und machen hier Soundcheck. Oh, super Halle, riesengroß, ne? Bis die letzte Welle bricht. Information für alle da draußen, Alkoholverbot auf der Tour, also nur wir älteren, gesetzteren Menschen haben das begriffen und die kleinen Jungen, die da rösten, die müssen das noch ein bisschen austoben. Da aber doch nicht so viel, komm her. Ja, das sind die komischen Grünhaarigen. Kommt ihr mal ran, ich will ein Foto. Bei uns gibt es noch Wasser auf Tour. Schönen guten Abend, wir live aus dem Velodrom, direkt beim Soundcheck, kurz vor der Show. Wir sind wahnsinnig aufgeregt, wir können es kaum erwarten. Und wir spielen jetzt noch zwei Songs, oder so ein, zwei Songs. Und dann guck mal, ha? Jeder kriegt, was er verdient. Wir haben es nicht anders gewollt. Dann scheinen wir jetzt voll. Auf den Sack des einen Freund, des anderen Leid, feuerfrei aus allen Ohren. Seid ihr bereit?
zu. Hartgesotten, penetrant, lassen wir euch nicht in Ruhe. Wir sind zurück, ja, wir sind wieder da. Sehen rund und nehmen Anlauf wie ein Stier. Ah ja, bisschen Technik wie immer, aber läuft ganz gut. Wir machen jetzt noch das Licht, dass wir quasi im Licht stehen und dann sind wir auch schon fertig. Ich habe einen Störer, weil sie kriegen Punkt. Alle hatten das gleiche Störsignal auf dem Ohr, alle drei. Und ja, andere Sachen lauter. So kratzen, so wie ein Knittern. Ich kann nur mal so ein kleines Zwischenrohr, aber es kommt weg alles. Echt? Ja, das meine ich ja. Das war jetzt kein Knacken. Nee, weg. Nee, nur knacken, so krisseln. So. Ganz kurz was weg war für so eine halbe Stunde. Es wird nie langweilig. Wir sind zurück. Wir schlagen wieder zu. Hartgesotten, penetrant. Lassen wir euch nicht in Ruhe. Wir sind zurück. Ja, wir sind wieder da. Sehen rund und nehmen Anlauf wie ein Stier. Wir sind zurück, wir schlagen wieder zu. Hartgesotten, penetrant, lassen wir euch nicht in Ruhe. Wir sind zurück, ja, wir sind wieder da. Sehen rund und nehmen Anlauf wie ein Stier. Wir sind ja erstmal ohne Erwartungen in dieses ganze Projekt hier gestartet, weil man hat ja keinen Bezug zu, keine Idee, wie das jetzt hier abläuft. Aber wenn man dann so die ersten Shows hinter sich hat, erstmal vor diesen Massen zu stehen, ja, und erstmal seinen eigenen Nervenkitzel so ein bisschen zu überwinden, ist das eine. Und dann aber die Leute auch ein bisschen zu überzeugen natürlich, auch mitzureisen und aber das Feedback zu bekommen, ne, dass man auch Zugaberufe, Hände klatschen, bla bla bla. Es ist schon grandios, das macht auch dann wirklich Spaß und die Leute sind sehr dankbar und dafür sind wir dankbar. Und Logan. Abgezogen habt, ist leider war nicht mehr topbar. Ja. Unglaublich.
Mega. Wahnsinn.